Die Probleme sind leider oft ziemlich komplex. Es ist nicht so, dass es einfach nur die Gier Einzelner oder manchmal auch die Angst und das Getriebensein Einzelner ist, die das Ganze verursacht haben, sondern es ist tatsächlich das Zusammenwirken von sehr vielen Einzelnen, die auch unter Wettbewerbsbedingungen handeln, die sich natürlich auch haben verleiten lassen durch hohe Renditeaussichten, die möglicherweise auch nicht gesteuert oder eingefangen worden sind durch Rahmenbedingungen, nämlich Gesetze, die ihnen bestimmte Grenzen aufzeigen, bis hin dazu, dass es schon tatsächlich auch Fragen der Ethik sind, dass man sehen kann, in den letzten 20, 30 Jahren war in der BWL-Ausbildung, bei den MBA-Kursen und so weiter, Ethik nicht wirklich ein Thema. Die Folge ist, man hat es nicht parat. Man weiß gar nicht, wie man irgendwelche normalen betriebswirtschaftlichen Konzepte in Verbindung bringen soll mit dem, was Verantwortung heißt, was Nachhaltigkeit und so weiter. Und dieses Zusammenbringen ist etwas, was sehr viel anspruchsvoller ist als viel Denken. Das heißt, das ist schon in dem Sinne ganz gut für die Ethik, dass jetzt deutlicher wird, ist es wichtig. Die Schwierigkeit ist, das anspruchsvoll zu machen. Denn also, was nicht reicht, sind jetzt einfach nur ein paar Predigten oder ein paar flotte Sprüche. Sondern die Herausforderung ist tatsächlich, die bestehenden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in Zusammenhang zu stellen mit den Fragen von Verantwortung, von Fairness, von Integrität, Respekt und so weiter und so fort. Also zunächst glaube ich, ist es in der Tat noch weit verbreitet, bis in die Wirtschaft selbst hinein, dass man mit Moral, ja, ein Manager sagte mir mal so schön, Esoterisches verbindet. Man kann es im Alltag, also im wirtschaftlichen Alltag, nicht so richtig anbringen. Und wenn man an Moral denkt, denkt man oft an diese Idee, Moral ist nur echt, wenn sie wehtut. Also am besten darf ich überhaupt gar nichts davon haben. Es muss ganz dem Gemeinwohl oder dem anderen gewidmet sein. Das ist erstens weit verbreitet und zweitens prima facie sogar ein Stück weit plausibel, weil wir es ganz oft erleben, dass dort, wo moralisches Handeln, verantwortliches Handeln wirklich sichtbar gefordert ist, man selbst Kosten hat, man selbst sich anstrengen muss, man selbst Zumutungen erleidet, man selbst verzichtet und all das, was man damit verbinden würde. Das ist ja zunächst mal nicht falsch. Ich glaube nur, dass eine solche Vorstellung von Moral, wenn man sie denn sozusagen an die anderen, an die Wirtschaft, an Entscheidungsträger heranträgt, überhaupt nicht funktionieren kann. Das kann ja gar nicht verantwortlich sein, wenn Entscheidungsträger in der Wirtschaft den Auftrag bekommen, ihr müsst jetzt Verluste machen. Denn sie haben den klaren Auftrag, ja, ich würde sogar sagen, die Verantwortung, dass sie Gewinne machen sollen. Und zwar nicht nur primär für sich, sondern dafür, dass Shareholder zufriedengestellt sind, also die Aktionäre, dass die Mitarbeiter zufriedengestellt sind, dass die Kunden zufriedengestellt sind, dass die Behörden zufriedengestellt sind. Nur dann wird man nachhaltig Gewinne machen können. Das heißt, wir müssen sozusagen Vorteilhaftigkeit zusammenbringen mit Moral und brauchen dann offensichtlich einen etwas anderen, ich würde sagen, einen weiteren Begriff von Moral. Und dazu gibt es auch schon ein ganz einfaches, schönes Wort, das es ermöglicht, das einerseits aufzunehmen, was wir mit Moral verbinden, es aber andererseits auch in die BWL-Kurse zu tragen und dort mit den ganzen Konzepten zusammenzubringen. Und das Wort ist Investition. Es geht um eine Investition in den eigenen und zugleich allgemeinen Vorteil. Ich glaube, dass Wirtschaft seit je darauf angelegt ist, denn schon die elementarsten Tauschprozesse sind zum gegenseitigen Vorteil ausgelegt. Jede arbeitsteilige Produktion ist zum gegenseitigen Vorteil, sonst würde sie nicht stattfinden. Wirtschaft ist generell ein, wie man so schön sagt, Positivsummenspiel. Aber sie ist es nicht von selbst, sondern sie hängt davon ab, dass, oder ihr Funktionieren hängt davon ab, dass wir permanent daran arbeiten, dass es auch gut läuft. Das hat viel mit Spielregeln zu tun. Das hat aber eben auch sehr viel damit zu tun, dass wir in diesen Spielregeln verantwortlich agieren und nicht kurzfristigen Versuchungen erlegen, mal schnell irgendwelche Gewinne mitzunehmen zu Lasten anderer. Das heißt Verantwortung. Und das kann man eben sehr schön ausdrücken mit Investitionen. Die erste Reaktion von Unternehmen, wie gehen wir jetzt mit der uns zugewiesenen Verantwortung um, war tatsächlich, dass man versucht, irgendwelche schönen Taten zu machen, Wohltaten. Man hat dort mal Kindergartenschaukeln angestrichen oder aufgebaut, man hat ein Konzert gesponsert, man hat für irgendwelche sozialen, karitativen Organisationen was gegeben. Alles schön und gut, bis man merkt, das wird unter Umständen als Ablasshandel interpretiert und das löst nicht das eigentliche Problem. Denn das Problem war ja nicht, dass das bisher fehlte.
Das Problem war, dass man im Kerngeschäft unter Umständen nicht verantwortlich handelte. Hier machen die Unternehmen seit Jahren einen intensiven Lernprozess durch, auch Professionalisierung. Diese sogenannten Corporate Philanthropy Projekte, das heißt die Finanzierung von Konzerten und anderes mehr, wird beibehalten, weil das manchmal auch durchaus sinnvoll sein kann. Aber das ist nicht der Kern von Verantwortung, kann es auch nicht sein. Denn sonst könnte auch die Mafia verantwortlich sein, indem sie, wir fragen nicht wie, Geld einnimmt. Das genau ist natürlich eigentlich unverantwortlich. Und das Geld dann irgendwie mit schönen Wohltaten einem Klinikum zugutekommen lässt und so weiter, das kann nicht der Kern von Verantwortung sein. Natürlich ist, wenn man jetzt zunehmend lernt, dass Verantwortung im Kerngeschäft angesiedelt ist und das unter Wettbewerbsbedingungen sozusagen immer gefahren werden muss, dass dann jetzt plötzlich sich die eigentlichen Herausforderungen stellen, das ist etwas, was in der Tat ein intensiver und schwieriger Lernprozess ist, denn hier muss man auch Kompromisse machen. Also man kommt ja nicht umhin, Kosten zu sparen. Die Frage ist, wo kann man Kosten sparen, ohne dass man jemand wirklich wehtut und vielleicht auch sogar legitime Interessen verletzt. Da kommt Vertrauen für mich wieder ins Spiel. Denn wenn ich möglicherweise Kosten spare durch, was weiß ich, Vernachlässigung von Sicherheitsstandards, durch Austrocknen von Zulieferern, indem ich sie einfach nicht bezahle, dann verspiele ich Vertrauen und dann wird es unverantwortlich. Ich glaube, es ist tatsächlich ein größeres Umdenken, was wir hier brauchen und auch ein besseres Verständnis der ganzen, ja, wie soll ich sagen, Prozesse, Strukturen, Mechanismen, die im Hochschulsystem angelegt sind und wo es ja mit guten Gründen so ist, dass wir auch hier nicht mit einem Fingerschnips einfach mal ganze Lehrstühle umpolen können, ganze Studienprogramme umschmeißen können. Das braucht alles große, lange Zeit. Genauso vor allem auch Theorien, die wir auch umbauen müssen. Ich glaube, dass hier vieles passiert. Das Thema Ethics Education ist weltweit viel diskutiert, geschieht vieles. Die Schwierigkeit ist, das tatsächlich in einer seriösen, anspruchsvollen, methodologisch reflektierten Weise umzubauen. Denn es ist ja so, dass viele der Theorien, die wir haben, nicht einfach schlecht sind. Sie sind nur das, was ich gern reduktionistisch nennen würde. Ich vergleiche das manchmal mit dem Arzt. Ein Arzt hat auch reduktionistische Modelle von Menschen. Dann ist er plötzlich nur noch ein Zellverbund. Oder ein Skelett oder diese schönen Bilder, die man kennt von den Praxen her, wo dann die ganzen Muskeln und die Blutströme sind. Wenn der Arzt nur das sehen würde, wäre er ein schlechter Arzt. Was wir vom Arzt verlangen, ist, dass er das kennt und dass er uns als Menschen wahrnimmt. In gleicher Weise würde ich jetzt vom Ökonomen erwarten, dass er die Modelle kennt, was zum Teil noch ein bisschen schwieriger ist als beim Arzt, wo es schon schwierig genug ist. Aber dass er jetzt auch noch zunehmend lernt, das sozusagen methodologisch wieder einzubetten. Was machen wir hier? Wovon reden wir, wenn wir vom Shareholder Value, ein sehr wichtiges, wertvolles Konzept, wovon reden wir da eigentlich? Und wie können wir das, was da eigentlich sehr sinnvoll ist, rein betriebswirtschaftlich, einbetten, so dass die Menschen, die auch davon betroffen sind, es nachvollziehen können? Und wie können wir es einbetten, dass wir beispielsweise Shareholder Value in einer Weise verfolgen, dass eben Vertrauen, dass Integrität und solche Sachen mit berücksichtigt werden. Ich glaube, da ist sehr viel möglich. Ich glaube aber, da stehen wir erst am Anfang. Selbst wenn von Unternehmen mittlerweile verstärkt Nachfrage kommt, wie können wir es denn hinkriegen, dass wir hier diese Nachfrage nach Verantwortung besser umsetzen, dass die Kompetenzen aufgebaut werden? Können die Hochschulen sich zum Teil ein Stück weit dagegen abschotten? Und sagen, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir unsere Theorien weitermachen. Denn, was glaube ich als relativ starker Faktor mit reinkommt, die Hochschulen sind natürlich auch in hohem Maße getrieben von dem, was ihnen Reputation bringt. Und das Wichtigste derzeit ist nach wie vor Forschung. Forschung wiederum ist etwas, was stark getrieben wird von Dingen, die sozusagen wissenschaftsimmanent orientiert sind. Wo es also nicht darum geht, wie löse ich gesellschaftspolitische Probleme, wie löse ich reale Probleme von Unternehmen, sondern wie löse ich Probleme, die in den Theorien von den letzten 10 Jahren entstanden sind und wo ich mich auf ein Modell beziehe, das sich auf ein Modell bezieht, das sich auf ein Modell bezieht und so weiter. Und dafür gibt es ja eigentlich auch wieder gute Gründe, zu sagen, wir wollen jetzt hier wirklich Standards hochhalten. Es soll nicht jeder zu einem Forscher werden, der einfach schöne Plaudereien
anstellen kann, sondern er soll wirklich das Handwerkszeug können. Er soll die Modelle beherrschen, er soll die Instrumente beherrschen. Und deswegen wird genau danach geschaut in den Journalartikeln. Das Problem ist nur, dass die Reduktion, die dabei stattfindet, auf die Kategorien, die man in der Forschung gut verifizieren kann, empirische Forschung, Modelltechniken und so weiter, dass die oft nicht sehr gut zugänglich sind für die Sachen, die in der Unternehmensethik relevant sind. Versuchen Sie mal, Würde messbar zu machen. Versuchen Sie mal, Vertrauen tatsächlich in einem Maße in die Modelle einzubauen, dass es hilfreich ist für Unternehmen. Sie müssen es irgendwie immer eindampfen, reduzieren. Und dabei verliert es ganz viel von dem, was eigentlich Vertrauen ausmacht. The human factor, wie man so schon sagt, den menschlichen Faktor. Und das ist das, was eigentlich in den Unternehmen, eigentlich in der realen Welt gebraucht wird, was aber ganz schwer ist, in die Theorien einzubauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das gut hinkriegen. Ich glaube, dass hier der Druck noch erheblich steigen muss, von der Gesellschaft auf die Hochschulen. Schauen wir mal.